Hallo und grüß euch, ich bin die Theresa von den Bergbahnen Sölden und wir sind da heute auf der Geitlachkogel Mittelstation und machen einen Besuch bei Moritz, einer von unseren Auszubildenden bei den Bergbahnen. Und da werden wir jetzt gleich schauen, wo der umgeht. Moritz, du bist jetzt seit einem halben Jahr bei uns, bei den Bergbahnen Sölden in der Ausbildung. Was sagst du, wie taugt es dir bis jetzt und was ist dein Fazit? Ich bin jetzt ein halbes Jahr bei uns, bei den Bergbahnen. Und bis jetzt finde ich es wirklich super, weil ich in ganz viele verschiedene Bereiche eingeteilt werde und ganz viele verschiedene Sachen lernen kann. Mir wird viel gezeigt und ich als Auszubildender für die Seilbahntechnik bei den Bergbahnen Sölden bin unter anderem dafür zuständig, dass wir im Sommer die Bahnen für den Winterbetrieb wieder herrichten, warten und reparieren. Und somit bin ich in vielen Werkstätten, bei vielen verschiedenen Anlagen unterwegs und kann viele verschiedene Sachen lernen. Und bis jetzt finde ich es wirklich super und abwechslungsreich. Du bist ja eigentlich aus München. Wie ist das jetzt zustande gekommen, dass du sagst, ich gehe nach Sölden und ich mache da meine Lehre? Ich bin nach Sölden gekommen von München aus, weil ich unbedingt in den Bergen leben wollte. Ich wollte hier meinen Traum vom Radlfahren leben. Ich wollte jeden Sommer viel biken gehen. Ich habe viel Zeit, um meinem Hobby nachzugehen und mich faszinieren die Berge und die Technik von den Seilbahnen. Du bist ja passionierter Biker. Das ist natürlich bei uns im Sommer bei den Bergbahnen das Hauptthema. Wie lässt sich das jetzt kombinieren? Ausbildung, Beruf und dein Hobby dann natürlich? Mein Hobby lässt sich mit dem Beruf somit verbinden, dass ich 4 Tage die Woche arbeite und auf meine 40 Stunden komme. Das heißt pro Tag 10 Stunden. Und ich habe 3 Tage frei am Wochenende und ich somit viel Zeit am Wochenende habe zum Radfahren. Wir haben bei uns hier die Bike Republic mit vielen Strecken und da kann man natürlich dann viel fahren gehen, wenn man frei hat. Ja, in dem Fall würde ich sagen, gehen wir eine Runde biken, oder? Und schauen uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall, machen wir das. Wir sind jetzt da an der Langeckbahn, also an der Talstation von der Langeckbahn. Das ist auch unsere Bikeschaukel hin und her. Sie verbindet das Gebiet vom Geislachkogel mit dem Gebiet am Gigioch. Winters für die Skifahrer sowie Sommers für die Biker. Ein Highlight ist hier natürlich der ganz spezielle Biketransport, den wir haben. Und zwar ist das extra mit Doppelmeier so entwickelt worden. Zusätzlich haben wir da natürlich einen ganz tollen Aufgabenbereich, bei dem auch unser Moritz wieder seinen Platz findet. Mit Wartung und Hilfestellung. Wir lassen es für heute gut sein. Der Moritz startet um mit seinem Bike in den Feierabend. Und wir werden jetzt regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen für die Bergbahnen Sölden werfen, in die verschiedenen Abteilungen. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. So, ich habe jetzt Feierabend und jetzt tue ich, was ich am allerliebsten tue, und zwar mit dem Radl runterfahren ins Tal. Und wir sehen uns dann da in Sölden auf die Pisten oder auf die Trails. Bis dann, viert's euch, servus.